Guten Morgen, liebe Eltern, guten Morgen, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Ferienfußballcamptag daheim. Wir haben ja gestern schon mit dem ersten Camptag gestartet. Wir haben wahnsinnig viel Feedback und ganz, ganz tolle Rückmeldung von Ihnen allen erhalten. Das ist einfach überwältigend und ganz, ganz toll. Wir hoffen, dass es den Kindern mega Spaß gemacht hat. Einmal noch ganz kurz zur Erklärung, weil das, glaube ich, bei einigen nicht so ganz klar war. Das ist ein Video, das wir irgendwann ganz kurz stoppen und eine kleine Mittagspause eingefügt haben. Wichtig ist dabei, dass die Kinder, wenn wir sagen, es geht jetzt zum Mittagessen, kurz unten auf Pause drücken, damit das Video nicht weiterläuft. Es ist so aufgebaut, dass wir einen Vormittags- und einen Nachmittagstrainingsteil haben. Dazwischen haben wir die Mittagspause. Da sollten die Kinder jetzt wirklich auf Pause drücken, damit das Video nicht weiterläuft. Alles klar. Wenn sie dann vom Essen wiederkommen, drückt ihr einfach wieder auf Play. Das Video läuft weiter und ihr gelangt direkt zum zweiten Trainingsteil. Alles klar? Dann würde ich sagen, starten wir für heute. Los geht's. Guten Morgen, liebe Kinder, guten Morgen, liebe Eltern. Herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Fußballferiencamps daheim. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und seid ausgeruht für den zweiten Tag. Da werden wir jetzt auch gleich loslegen. Für die Jungs, die gestern nicht dabei waren, kurz zur Erklärung. Es wird immer so laufen, dass wir in der Früh 4 Tricks besprechen, 4 Tricks euch an die Hand geben, die wir den ganzen Tag üben werden. Werden das Ganze in ein kleines Aufwärmspielchen verbinden, dann in einen kleinen Teil mit Koordination und Torschuss übergehen. Danach habt ihr die Möglichkeit, kurz Pause zu machen, was Kleines zu essen. Danach haben wir eine kleine Mittagsbetreuung für euch vorbereitet in irgendwelche Spiele oder wir werden mal gemeinsam Stadtlandfluss spielen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Und wenn wir dann alles verdaut haben, dann geht es weiter zu dem zweiten Teil, wo wir dann alle Tricks, die wir heute in der Früh besprechen, gemeinsam kombinieren und das Ganze mit Torschuss verbinden und eine Menge Spaß haben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir haben heute einen weiteren Teilnehmer dabei, das ist der Marco. Und ich würde sagen, ihr seid bereit, wir sind bereit. Lasst uns gleich loslegen. Alles, was ihr jetzt in der Früh braucht, sind 3 Klopapierrollen und einen Fußball. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. So, dann sind wir ready to start, liebe Mädels, liebe Jungs. Legt euch den Ball am besten schon mal in die eine Seite des Dreiecks rein. Wir starten mit dem Trick ziehen zurück. Das bedeutet, wir ziehen den Ball immer von uns weg nach hinten und spielen den Ball dann mit der Innenseite immer quer. Am besten ist, ihr baut euch, wie gesagt, so ein kleines Dreieck auf, damit ihr jetzt gleich 3-mal diese Übung am Stück trainieren könnt. Ziel ist es, mit dem Trick immer um die nächste Toilettenpapierrolle rumzudribbeln und dann gleich umzudrehen, um mit dem nächsten Trick zu starten. Alles klar? So, seid ihr bereit? Alles klar, los geht's. Ziehen, zurück, aufhalten den Ball. Ziehen, zurück, aufhalten, ziehen, zurück. Und nächste Runde. Ziehen, zurück, hopp. Ziehen, zurück, ziehen, zurück, ziehen, zurück. Eigentlich ziemlich einfach. Der Marco wird es jetzt gleich mit euch machen. Schaut ihr, kleiner Tipp von mir, schaut ihr, dass ihr immer in der Mitte von diesem Dreieck steht. Dann habt ihr eigentlich die beste Ausgangsposition, um die Tricks nacheinander zu kombinieren. Alles klar? Viel Spaß dabei. Marco, du hast es auch verstanden, wie es geht? Alles klar. Dann kannst du loslegen. Ihr seid auch bereit zu Hause. Alles klar. Und los geht's. Immer ziehen und hinterm Stammbein durch. Ziehen zurück. Und los geht's. Jawohl. Super. Gut. Sehr schön. Gut so. Tschau. Sehr gut. Wenn er schwindlig wird, ist das in Ordnung, Felix. Das ist völlig in Ordnung, bis ich Stopp sage. Und los geht's. Letzte Runde. Und letzter Ball. Stopp. Okay, sehr gut. Wie schaut es bei euch aus? Hat alles geklappt? Ihr könnt auch noch mal ein bisschen an den Klorollen drehen oder ein bisschen weiter wegstellen oder ein bisschen enger zusammen. So wie es für euch eben passt. Wir haben jetzt einfach mal den Abstand gewählt. So, wie wir uns am besten rufen. Genau, das solltet ihr eben auch zu Hause tun. Wir können starten, Marco. Du startest nochmal, nimmst aber den anderen Fuß, den linken Fuß. Also, und dann los, genau. Ziehen zurück und los geht's. Hops. Genau. So, auf der Zehenspitze schön bleiben
versuchen, einen kleinen Bewegungsrhythmus für sich selber herzustellen, dass man sich selbst dabei auch wohlfühlt. Jawohl. Ruhig fester ziehen. Genau. Feste ziehen und dann von der Innenseite wegprallen lassen. Jawohl. Gut so. Und eine Runde noch. Hopp, 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 hopp. Hopp und stopp. Nicht, dass es uns schwindelig wird. Okay. Ganz kurz anhalten. Marco, du darfst kurz rausgehen. Wann brauche ich diesen Trick eigentlich? So, wir bekommen oft den Ball im Spiel, wenn wir gar nicht in Bewegung sind. Ja? Das heißt, ich stehe gerade, werde angespielt und bin nicht in einer Bewegung, die nach vorne oder zur Seite weggeht. Ich stehe einfach. Okay? So, dann ist es manchmal so, dass uns der Gegenspieler von vorne einfach angreift. Okay? So, manche bekommen dann die Panik und wissen dann nicht mehr, was sie tun sollen. Das Dümmste, was man machen kann, ist den Ball einfach ins Ausschießen, weil wir dann den Ball nicht mehr haben. So, cleverer ist es, den Ball natürlich zu behalten, den Gegenspieler loszuwerden und den Ball danach weiterzuspielen zu einem unserer Mitspieler. Okay, jetzt stellt euch einfach vor, dass von vorne jemand angreift. Ich lasse ihn einfach zu mir kommen, warte, bis er da ist. Und im richtigen Moment, wenn er seinen Fuß nach vorne zum Ball ausschert, ziehe ich ihm den Ball vor der Nase weg und gehe an ihm vorbei. Also, überlegt euch, der Gegenspieler kommt mit Tempo auf euch zu, ihr wartet, bis er da ist, hopp, und jetzt komme ich an ihm vorbei. Alles klar? Ihr könnt nochmal probieren, Marco nochmal, 2 Runden pro Fuß, du kannst loslegen und ihr zu Hause natürlich auch. Los geht's, Kinder, auf, zapp, 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 sehr schön, gut so, schöner Rhythmus und... Stopp. Gut so. Und anderer Fuß. Warten kurz. So, anderer Fuß. Und du kannst es ruhig ein bisschen langsamer machen. Hauptsache, der Rhythmus passt für dich. Ziehen zurück. Jawohl. Hopp. Ziehen zurück. Fester ziehen. Ja, nicht so zaghaft ziehen. Wichtig ist, dass wir den Ball immer schnell vom Gegenspieler wegziehen. Von der Innenseite prallt er dann von alleine weg. Ja? Sehr gut. Super, letzte Runde und stopp. Alles klar. Für euch bestimmt super easy zu Hause. Viele Jungs, die bei uns sowieso schon sind, kennen diesen Trick. Und wir bauen jetzt ganz kurz um und dann geht's weiter mit dem zweiten Trick. Okay, Übung Nummer 2. Wir basteln an einem neuen Trick, nämlich der Schussfinte. Ja, was ist eine Schussfinte eigentlich? Eine Schussfinte soll meinem Gegenspieler immer zeigen, dass ich aufs Tor schieße oder einen nächsten Pass spiele, was ich eigentlich gar nicht tue. Der Gegenspieler wird darauf reagieren und höchstwahrscheinlich ins Leere laufen, weil ihr, wenn ihr den Trick richtig gut beherrscht, den Gegenspieler immer auf die falsche Reise schickt. Alles klar? In der nächsten Übung werden wir das Ganze mit einer kleinen Wende von gestern kombinieren. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Wer gestern schon dabei war, der weiß, was die Zidane-Wende ist. Und die werden wir jetzt in dieser Übung auch brauchen. Okay, ihr nehmt einfach die 3 Klopapierrollen, macht das Dreieck ein bisschen größer und ein bisschen länger. Ja? Startet unten an eurem Startpunkt immer links vom Hütchen. Ja? Wer Linksfuß ist, geht einfach rüber auf die andere Seite und startet mit seinem linken Fuß. Okay? So, beginnen wollen wir die Übung damit, dass wir den Ball vorne in das kleine Röllchentor schieben. Ja, das heißt, wir dribbeln nicht los, indem wir den Ball nach vorne schießen, sondern wir gehen etwas in die Knie und schieben den Ball mit der Fußaußenseite richtig schön nach vorne. Das Gute ist, ihr seht, ich bleibe immer am Ball. Das Gute ist, ich bin immer schnell mit dem Ball, auch aus dem Stehen. Deswegen wollen wir den Ball schieben. Okay? Oben angelangt im Hütchentor. Tun wir mal so, als würden wir Vollgas in die Wand reinschießen. Okay? Mit Schussbewegung, Arm ausholen und. Ihr tut wirklich so, als müssten die Mamas jetzt Angst um ihre Vasen haben. Alles klar? So, wenn wir dann die Schussbewegung durchführen, hauen wir am Ball vorbei und ziehen ihn nach hinten. Ich zeige euch, wie es geht. Einmal schieben, ausholen, Fuß eindrehen und den Ball zurücklaufen lassen. Entscheidend ist, dass ihr den Ball mit der Innenseite trefft und daher mit dem rechten Fuß rechts außen am Ball vorbeischwingt, den Fuß einklappt und mit der Innenseite den Ball leicht zurückschiebt. Alles klar? Nochmal in langsam, dann in schnell. Einmal schieben, hopp, Schuss antäuschen, Fuß einklappen und nach Hause.
Der Rückweg, haben wir gesagt, soll eine Sidan-Wende beinhalten. Okay? Das heißt, als Rechtsfuß ist es immer am leichtesten. Wir laufen am Ende links an der Rolle vorbei. Als Linksfuß ist es wiederum leichter, am Ende rechts an der Rolle vorbei zu dribbeln. Ich zeige euch gleich, wieso. Also, einmal schieben, hopp, ausholen, Schuss finden. Jetzt links am Hütchentor vorbei, schieben, Sidan-Wende. Rechter Fuß, linker Fuß, links vorlegen. Und jetzt kann ich wieder mit dem rechten Fuß starten und schieben. Hopp, links vorbei, Sidan-Wende vorbei und so weiter. Ihr habt alles mitbekommen, ihr habt es bestimmt schon längst gecheckt. Marco, hast du es auch gecheckt? Ich hab's verstanden. Ja. Alles klar, dann können wir loslegen. Viel Spaß, Marco, viel Spaß zu Hause und ordentlich Gas geben. Und los geht's. So, und hopp. Sehr schön. Und los geht's. Ja. Sidan-Wende weg. Einmal, zweimal, dreimal. So, und hopp. Sehr schön. Und schieben. Zap, zap, zap. Und nächster. Genau. Nach oben schiebst du. Das war nicht richtig. So, halten wir mal kurz an. Der Marco hat jetzt so zwei Tricks vertauscht miteinander. Ja? Jetzt den Ronaldo gemacht, obwohl er eigentlich eine Schussfinte machen wollte. Das liegt einfach daran, dass er mit seinem Fuß nicht ganz um den Ball rumgeschwungen ist und den Ball dann eher von der Seite getroffen hat, was den Ball zur Seite wegbringt. Wir wollen wirklich gucken, den Fuß einmal ganz nach vorne zu schwingen, das Fußgelenk einzudrehen und wirklich nach hinten zu rollen. Alles klar? So, probier's nochmal, Marco. Und fang an, Marco. Sehr schön. Und nach unten geht. Und wichtig ist, dass man wirklich denkt, du schießt in die Wand, drehst ab und lässt den Ball nach hinten rausrollen. Sehr schön, super. Schieben, hopp, wunderbar. Und los geht's. Einmal, zweimal, dreimal. Und macht nichts. Schieben, hopp. Sehr schön gemacht. Und noch einmal. Eins, zwei, drei. Schieben, hopp. Okay, gut. Stopp mal an der Stelle. Alles klar. Jetzt haben wir immer den guten Fuß hergenommen. Ihr könnt es natürlich auch mit eurem Marken immer da raus. Wir können es natürlich auch mit unserem schwächeren Fuß machen. Jetzt wird jeder sagen, oh nein, das kann ich nicht. Das ist aber gar kein Problem. Wir machen es einfach langsamer und denken daran, was wir gerade ausgemacht haben. Nämlich, wir wollen so tun, als würden wir in die Wand reinschießen. Das können wir dann vorne auch im Stehen probieren. Setzen unseren starren Fuß und drehen einfach mit dem Fußgelenk vor den Ball rein. So, ich bin eigentlich Rechtsfuß, mache es jetzt mit dem linken Fuß vor. Ich tue so, als würde ich in die Wand reinschießen, setze mein Standbein auf, drehe den Fuß ein und rolle ihn langsam zurück. Ihr könnt es natürlich erstmal im Stehen üben und umso besser das klappt, umso schneller könnt ihr in den rollenden Ball reingehen. Alles klar? Übt es zu Hause. Ich zeige euch gleich noch einen Trick, wie ihr die Schussfinte noch schneller machen könnt. Ich zeige euch einen kleinen Trick, wie es noch schneller geht. Ja? So, im Spiel ist immer ganz, ganz viel Tempo drin und je schneller wir die Sachen machen können, umso besser ist es natürlich. Was wir nicht wollen, ist, dass es dann unsauber wird. Deswegen zeige ich euch, wie wir das Ganze beschleunigen, ohne dabei unsauber zu werden. So, am Anfang haben wir den Ball zurückgerollt bei der Schussfinte. Jetzt versuchen wir mal, die Schussfinte gehüpft zu machen, um den Ball dann einfach zu stoppen, ohne dass er weiterrollt. Wir bekommen aber bei dem kleinen Sprung etwas mehr Abstand zum Ball, sodass wir schneller weiter drehen können. So, das Ganze sieht so aus, wir schieben den Ball, springen, wenn wir den Fuß einbringen, kurz in die Luft und halten ihn an. Der Ball ist schnell, hopp, jetzt bin ich kurz gehüpft, der Ball hält eigentlich an, ich habe den nötigen Abstand, um jetzt wieder ins Schieben reinzukommen. Nochmal das Ganze, schieben, hopp, der Ball liegt und ich kann wieder weiter dribbeln. Dazu üben wir die gehüpfte Schussfinte jetzt im Stand. Legt euch den Ball etwas weiter nach vorne. Dreht euren Fuß auch schon mal so ein, wie ihr ihn treffen würdet. Klemmt den Ball ein. So, und jetzt springt von eurem linken Fuß vom Standbein nach oben ab. Springt nach vorne und lasst den Ball leicht nach hinten wegrollen. Okay? So bekommt ihr das Timing für den Sprung rein. Hopp. Gesehen? Nochmal. Wir klemmen den Ball ein, das linke Standbein springt nach vorne und wir können weiter dribbeln. Einmal noch einen schnell, schieben, hopp und dann kann es weitergehen. Okay, Marco, zeig uns, wie es geht. Und fang an, Marco. Sehr schön. Und nach unten geht's.
Wichtig ist, dass man wirklich denkt, du schießt in die Wand, drehst ab und lässt den Ball nach hinten rausrollen. Sehr schön, super. Schieben, hopp, wunderbar. So, ihr habt fleißig geübt, Jungs und Mädels. Dann gehen wir jetzt schnell alle was trinken. Wir bauen um und ihr geht euch, au, ihr geht euch dann die Hände waschen. Bis gleich. Okay, Trick Nummer 3. Wir haben uns für den doppelten Übersteiger entschieden. Ein Trick, den man im Frontalen 1 gegen 1 am besten macht. Frontal heißt immer, dass ich direkt auf meinen Gegenspieler zulaufe. Und den haben wir einfach hier mal aufgebaut. So, überlegt euch, dass die beiden Klopapierrollen einmal der linke und einmal der rechte Fuß des Gegenspielers sind. Ja? Vielleicht ist der Gegenspieler im Spiel auch ein bisschen cleverer und stellt sich schon so hin, wenn er ihn angreift oder so. Der spielt eigentlich keine Rolle jetzt erstmal zum Üben, denn wir gehen davon aus, der Gegenspieler steht so da. Linker Fuß, rechter Fuß. Wir beginnen unten, legen uns den Ball am Starthütchen und schieben, wie wir es schon vorhin gezeigt haben, mit der Fußaußenseite auf den Gegenspieler zu. Ja? Und peilen mal seinen linken Fuß an, okay? So, wir wollen auf seiner linken Seite und auf unserer rechten Seite vorbeilaufen. Deswegen peilen wir mal seinen linken Fuß an. Schieben, Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und fertig. So, im Spiel würdet ihr jetzt vielleicht aufs Tor schießen oder den Ball mit einer Schussfinte zurücklegen, weil ihr merkt, ihr seid doch nicht vorbeigekommen oder ein nächster Gegenspieler ist da und macht die Tür zu. Okay? Das könnt ihr auf jeden Fall einbauen. Baut auf jeden Fall eine Schussbewegung ein. Es könnte ja sein, dass ihr im Spiel dann tatsächlich zum Torabschluss kommt. Okay. Also nochmal von vorne. Schieben mit der Außenseite. Übersteiger, Übersteiger, vorbei und Schussbewegung. Alles klar? So. Achtet bei der Schussfinte darauf, dass der Fuß eindreht und mit der Innenseite dann wieder zurückholt. Okay, also noch einmal, Übersteiger, Übersteiger, vorbei, Fuß eindrehen und fertig. Alles klar? Ihr legt los. Marco, du hast es auch verstanden? Jo. Gut, dann auf geht's, Jungs und Mädels. Hopp. Sehr schön, gut so. Und schön den linken Fuß des Gegners anpeilen. Schieben, Übersteiger, Übersteiger, weg. Jawohl, gut so. Hopp. Und schieben, hopp. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, gut so. Schieben, Übersteiger, Übersteiger, weg. Und Schussfinte. Okay, Marco, unten mal ganz kurz stopp. Wir haben ja nicht nur Rechtsfüßer zu Hause vor der Kamera, vor dem PC sitzen, sondern auch Linksfüßer. So. Wir machen das Ganze mal andersrum, legen den Ball auf die andere Seite und greifen jetzt den rechten Fuß des Gegenspielers an. Ja? Wichtig ist natürlich, dass du jetzt für unsere Linksfüßer zu Hause auch mit dem linken Fuß schiebst, dann mit dem Übersteiger links beginnst, rechts und dann nach links weggehst. Okay? Schussbewegung kommt dazu. Übersteiger links, Übersteiger rechts, vorbei und Schussbewegung. Und perfekt, super. Und schieben, Übersteiger links, rechts, weg. Da ist er nicht richtig weggekommen. Und nochmal. So. Und los geht's. Nochmal. Schieben, Übersteiger, Übersteiger, weg geht's. Schussbewegung. Super. Jawohl. Alles klar. Und nochmal. Schieben, Übersteiger, Übersteiger, weg geht's. Okay, gut. Anhalten ganz kurz. Gehen wir kurz auf die Seite. Genau. So richtig? So ist es super. Sehr schön. So. Schön hoch gemacht. Das Problem ist immer, wenn wir den anderen Fuß angreifen, verlieren wir Tempo und wir verlieren Zeit. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin ein Linksfuß und greife aber auch den linken Fuß des Gegners an. So, jetzt komme ich hierher, habe den ersten Übersteiger, den zweiten Übersteiger und müsste jetzt hier dran vorbei. Das heißt, ich brauche einen Haken, verliere Zeit und verliere natürlich Dynamik. Alle Sachen, die den Gegenspieler wieder in die Karten spielen, der kann mich leichter einholen und mir den Ball klauen. Deswegen versuchen wir immer, den Fuß anzugreifen, auf dessen Seite wir eben auch vorbei wollen. Hopp, einmal, zweimal, dreimal, weg und das Tempo beibehalten. Alles klar, ihr übt nochmal eine Runde, Marco, du übst auch nochmal eine Runde, links oder rechts, darfst du dir aussuchen. Und ihr macht kräftig mit zu Hause. Und los geht's. Hopp, schieben, Übersteiger, Übersteiger weg.
Schussbewegung. Super. Und auf geht's. Hopp. Schieben. Übersteiger, Übersteiger. Weg geht's. Und sehr schön gemacht. Vielleicht die andere Seite auch nochmal. Und los geht's. Hopp. Schieben. Übersteiger, Übersteiger. Weg. Stark gemacht. Hoppala. Da war die Wand. Und los geht's. Hopp. Schieben. Übersteiger, Übersteiger. Weg geht's. Und fertig. Alles klar. Perfekt gemacht. Ihr könnt noch mal schnell weiter üben. Wir bauen kurz um und wir sehen uns gleich zum vierten Trick. Also bis gleich. Okay Kids, Trick Nummer 4. Wir brauchen auch noch einen Trick, mit dem wir von der Außenbahn immer schön nach innen reinziehen können, um dann aufs Tor zu schießen oder einen Steckpass zu spielen. Gestern haben wir uns den Ronaldo-Trick vorgenommen. Heute nehmen wir uns den Celoberto vor. Ich zeige euch schnell, wie es geht. Ihr könnt danach nachmachen und versuchen, den Marco zu schlagen. Alles klar? So, wir starten immer an der einen Klorolle. Versucht jetzt ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Wir starten die Rechtsfüßer mit dem rechten Fuß, mit der Außenseite. Schieben nach rechts außen weg. Dann ziehen wir den Ball mit der rechten Fußsohle nach links schräg vorne. Und jetzt tun wir mal so, als würden wir mit dem linken Fuß drüber stolpern. So, hoppla. Einfach nur ein Ausfallschritt zum Drüberstolpern. So, und schnell sieht das Ganze so aus. Weg, hopp, hopp. Also nochmal. Außenseite, Sohle, ziehen, drüber stolpern. Nochmal in schnell. Außenseite startet. Und jetzt ziehen wir den Ball nach vorne und wären jetzt dem Tor schon näher, weil wir in die Mitte gezogen sind. Okay? Ihr könnt es ausprobieren. Natürlich auch die Linksfüßer. Linker Fuß wegschieben, linker Fuß und durch die Füße rollen lassen. Nochmal. Linker Fuß startet nach außen weg. Hopp. Sohle zieht nach rechts vorne und der rechte Fuß steigt einmal drüber. Viel Spaß beim Üben. Marco, du hast es kapiert? Ich hoffe. Okay. Dann schauen wir, was du drauf hast. Und ich bin gespannt, was ihr zu Hause drauf habt. Los geht's. Super. Aber schon gar nicht so schlecht. Nicht ganz so schnell am Anfang. Mit der Außenseite schieben und durch die Füße lassen. Lasse. Und gleich wieder. Super. Und der nächste. Außenseite. Hoppala. Was muss ich? Ich muss rechts. Du musst mit der rechten Außenseite nach außen schieben und zurückziehen. Nach links vorne. Mach's nochmal langsam. Schiebe. Sohle und drüber. Jawohl, gut gemacht. Letztes Mal, dann gehen wir auf den linken Fuß. Hopp, 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 sehr gut. Und letzte Runde. Hopp, hopp, hopp. Alles klar, jetzt wollen wir mal schauen, ob der Marco auch mit seinem linken Move was kann. Schieben. Sohle, super. Schließt den Weg hier. Sohle. Links weg, super. Ja, da hackelt schon ein bisschen. Gut. Und nochmal. Schön üben. Sohle durchziehen. Lasse die Mann. Schieben. Sohle. Perfekt. Das waren die vier Tricks zum Aufwärmen. Ich hoffe, wir sind jetzt alle warm und ready für den zweiten Durchgang. Geht nochmal schnell was trinken, wascht euch die Hände und bis gleich. Okay, Jungs und Mädels, wir starten jetzt mit unserem Wettkampf. Dazu basteln wir drei Dinge zusammen und zwar einmal starten wir hier Schiebekontakt, doppelter Übersteiger, Schussfinte am Ende, wir laufen nach unten zum Start und packen eine Sidan-Wende aus. Das Ganze wollen wir sechsmal hintereinander machen. Ihr spielt gleich gegen den Marco und schaut mal zu Hause, wer schneller ist. Wenn ihr die sechs geschafft habt, zählt für euch mit. Wenn ihr die sechs geschafft habt, schreit ihr ganz laut Stopp und wir schauen mal, ob ihr das Ganze schneller schafft als der Marco. Alles klar, ich zeig mal kurz, wie es geht. Schieben, doppelter Übersteiger, vorbei, Schussfinte. Und jetzt nach Hause. Hopp, Sidanwende, 1, 2 und ein Durchgang ist geschafft. Wieder von vorne. Hopp, einmal, zweimal, dreimal, Schussfinte rechts, nach unten schieben, Sidanwende und so weiter. Sechs Durchgänge. Marco, bist du bereit? Jo. Alles klar. Kinder, seid ihr auch bereit zu Hause? Ich denke ja. Dann können wir loslegen auf die Plätze. Langsam. Fertig, los! Jawohl, super. Und bleib im Fluss. Gut. Sehr schön. Hoppala. Und schieben. Übersteiger, übersteigen.
steigern. Sehr gut. Und los geht's. Kipp deinen Fuß schön ein. Ja? Für den Ball mit der Fußinnenseite wieder zurückholen. Super. Wo bist du? Nummer 3. Jetzt kommt die Nummer 4. Und ab. Stopp. Stopp. Sehr gut. Und 2 haben wir noch, Marco. Komm. 1, 2, 3. Sehr gut. Und einmal, zweimal, dreimal. Hopp. Ja, schön weggehen, nicht mogeln, du. 1, 2, 3. Letzter. Wir haben noch einen. Und Übersteiger, Übersteiger, weg geht's. Jetzt habt ihr überholt, Jungs. Und Nummer 6. Stopp. Bin ich fertig. Jetzt bist du fertig. Alles klar. Wie schaut es bei euch zu Hause aus? Habt ihr den Marco geschlagen? Ja oder nein? Ich glaube, ihr habt ihn geschlagen. Marco hat einen sogar vergessen. Habt ihr ihn wieder ordentlich eingeholt. Alles klar. Gut, passt. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind zurück. Und starten jetzt mit Koordination und Torschuss. Dazu baut ihr bitte 2 Toilettenpapierröllchen im Abstand von ca. 1,5 Metern gegenüber auf. Ihr habt hier noch eine Klopapierrolle, um den Raum nachher zu begrenzen. Und 2 farbige Plättchen, Hütchen, Geschirrtücher, T-Shirts, wie auch immer ihr das Ganze aufbauen wollt. Okay, so ist der Aufbau. Da vorne haben wir ein kleines Türchen. Bei uns ist es eine Bank. Ihr könnt auch einfach eine Waschwanne oder einen Topf nehmen, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Okay, die Übung schaut folgendermaßen aus. Wir starten immer an der ersten Rolle und beginnen mit Hopserläufen. Die machen wir nach vorne vorwärts, nach hinten rückwärts. Okay? Versucht, dass ihr immer im selben Bewegungsfluss bleibt und das Ganze 3-mal hintereinander schafft. Okay? So schaut es aus. Nehmt den Ball in beide Hände, haltet ihn nach oben über den Kopf und nun kann es losgehen. Hopserlauf, Hopserlauf, Hopserlauf und das Ganze rückwärts. So, schaut, dass ihr schön auf der Zehenspitze bleibt und auch beim Wenden in die nächste Richtung immer im Bewegungsfluss seid. Dritter Durchgang. Fertig. So, nächste Aufgabe, wir stoppen den Ball. Dropkick mit der Fußsohle frontal in diesen kleinen Aufbau und haben dann 3-mal den Trick. Ziehen zurück. Einmal mit rechts, einmal mit links, einmal mit rechts. Danach gibt es den Zielpass aufs Türchen. Und die Runde beginnt von vorne. Dropkick stoppen, nachlaufen den Ball, die Schultern zeigen erst in die Richtung, ziehen zurück, rechter Fuß hinterm Standbein, wir drehen uns mit den Schultern mit, ziehen zurück, linker Fuß, wir drehen wieder mit, ziehen zurück, rechter Fuß, wir laufen den Ball hinterher und spielen ins Türchen. Alles klar, jeder gesehen? Einmal noch in schnell, Ball wieder schnappen. Hopserlauf, Hopserlauf, Hopserlauf und rückwärts. So, wer das schon gut kann, kann auch das Tempo mal anziehen. Wichtig ist, dass die Hopser und die Schritte ganz, ganz klein sind und nicht zu groß werden. Letzte Runde. Hopp, Dropkick stapeln und los geht's. Ziehen zurück, mitdrehen, ziehen zurück, mitdrehen, ziehen zurück, Zielpass und ihr seid dran. Alles klar? Ausprobieren, viel Spaß. Marco, du hast es gecheckt, du kannst loslegen und ihr zu Hause auch, haut rein, gibt das. Also nach oben. Genau, und los geht's. Schöne kleine Schritte, sehr gut. Ja, schön wenden und den Rhythmus beibehalten. Klasse, gut. Und nächster. Zap, 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 sehr schön. Jawohl. Und Dropkick stoppen. Ach, noch eine Runde. 3 hast du gesagt. Und Dropkick-Runde. 1, 2, hopp, hopp. Sehr schön. Und aufs Tor. Sehr gut. Jawohl. Okay, und nächste Runde. So, Ball wieder nach oben. Und wir machen kleine Schritte auf der Zehenspitze. Sehr schön. So, Dropkick stoppen. Ziehen zurück, linker Fuß, ziehen zurück und rein ins Türchen. Okay, ganz kurz Pause. Eine Sache, die wir beim Hopserlauf noch genauer anschauen möchten, ist unser Bauch, unser Bauchnabel, unser hinterer, unterer Rücken. Manchmal kann es sein, dass der noch so ein bisschen schwammig ist und zur Seite ausbricht und so weiter. Versucht mal, wenn ihr den Ball nach oben haltet, mit den Armen und den Händen ganz fest auf den Ball drauf zu greifen, dann merkt ihr hier schon an den Schultern und an der Seite, dass alles ein kleines bisschen fester wird. Und zusätzlich wollen wir mal versuchen, den Bauchnabel nach innen zu drücken, Richtung Wirbelsäule hinten
um alles einfach ein bisschen fester und straffer zu machen. So, wenn ihr leicht zittert, ist es gut. Und wir fangen an auf den Zehenspitzen und so weiter. So, sieht man, dass eigentlich nichts mehr zur Seite wegkippt. Wir sind schön stabil, sind schön gespannt und sind ready für die nächste Aufgabe. Marco, du bist wieder dran und ihr könnt wieder loslegen. Auf geht's! Genau. Schau, dass die Arme ein bisschen zittern dabei. So ist gut. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Hops, 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 hops. So, lass die Zeit beim Wenden. Bleib im Rhythmus. Genau. Jawohl. Super. Und Dropkick runter. Ziehen zurück, rechter Fuß. Drehen. Ziehen zurück, linker Fuß. Drehen. Ziehen zurück, rechter Fuß. Drehen. Und spielen. Und auf geht's. Hopp. Schaffen wir mal 3 Runden am Stück, oder Jungs? Auf geht's. Hopp. Gas geben. Tap, 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 tap. Und weiter geht's. Sehr schön. Gut so. Und letzte Runde. Pops, 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 pops. Dropkick in das kleine Feld hinein. Und ziehen zurück, ziehen zurück, ziehen zurück. Und spielen. Hervorragend. Sehr gut. Übung Nummer 2, Jungs und Mädels. Wir starten jetzt mit den Klorollen etwas näher am Türchen, weil wir nachher in diese Richtung laufen müssen, eine Wende probieren und nach der Wende in ein 1 gegen 1 plus Torschuss kommen. Okay? Die Aufgabe hier ist folgende. Wir nehmen den Ball wieder nach oben, wollen den Bauchnabel nach innen reindrücken, mit den Händen oben auf den Ball an den Seiten ordentlich drücken, damit wir ein kleines bisschen mehr Spannung auf den ganzen Körper bekommen. So, jetzt gehen wir als nächstes auf die Zehenspitze und machen von der ersten Rolle bis zur nächsten Rolle 4 Prellsprünge. Was ist ein Prellsprung? Also jeder kann natürlich hüpfen aus dem Stand, das ist klar. So, bei dem einen sieht es so aus, bei dem anderen sieht es so aus, der andere hüpft von der Ferse, der andere hüpft von der Zehenspitze. So, wie komme ich am höchsten? Einfach mal ausprobieren zu Hause, von der Zehe oder von der Ferse. Ich springe mal von der Ferse, ja, da komme ich nicht besonders hoch. Ich springe mal von der Zehenspitze, da komme ich schon wesentlich höher. Okay? So, wir probieren mal diese Prellsprünge nach vorne ohne Pause. Und wir tun mal so, als wäre der Boden auf dem Weg dorthin ganz, ganz heiß. Okay? Das heißt, jedes Mal, wenn unsere Füße auf den Boden kommen, verbrennen wir uns fast. Deswegen wollen wir uns immer schnell wieder weiter abdrücken und den nächsten Sprung ansetzen. Alles klar? Bis wir vorne sind. Das Ganze machen wir dann zurück und wieder nach vorne. Also hin, zurück und wieder hin. Alles klar? Gehen wir mal in Position, Ball draufdrücken, Bauchnabel nach innen, gerade stehen bleiben auf die Zehenspitze und los kann's gehen. So, brennen, 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 nach hinten brennen und nach vorne brennen. 3, 4, Dropkick stoppen, wir dribbeln zum Kloröllchen hier vorne, machen eine Schussfinte auf dem Weg dorthin, also Schuss antäuschen, eindrehen den Fuß, wir rollen ihn zurück und auf dem Rückweg haben wir ein 1 gegen 1, den Trick, den wir heute Morgen schon gelernt haben, doppelter Übersteiger, greift wieder den linken Fuß des Gegenspielers an, einmal, zweimal vorbei und zieht was. Alles klar, jeder gesehen, ich mache es nochmal in schnell, ihr könnt mir schon folgen, Marco kommt auch gleich mit dazu und los geht's. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dropkick stoppen, Schussfinte, rechter Fuß, schieben, doppelter Übersteiger vorbei und spielen. Den Ablauf macht ihr insgesamt 5-mal und dann macht ihr eine kleine Pause. Viel Spaß. 1, 2, 3, 4 und zurück. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dropkick stoppen, Schussfinte rechts und 1, 2, 3, 4. Okay. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Und los geht's. Hops. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dropkick stoppen. Schussfinte, rechter Fuß. Schieben. Übersteiger, Übersteiger vorbei. Und spielen. Jawohl. Und nächste Runde. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dropkick stoppen. Schussfinte. Und lass dir Zeit zum Schieben. Wo ist das Schieben, Marco? Hopp,
Lass die Zeit, bevor du losläufst, Schuss finde, dann gucken, wo ich bin und auf den Gegner zu schieben. Natürlich können wir jetzt nicht das größte Tempo fahren, aber es geht darum, dass wir die Technik beherrschen. So, schieben, Übersteiger, Übersteiger weg und spielen. So, wenn ihr wieder Marco das Plättchen überlauft, das ist nicht schlimm. Wir wollen nur versuchen, dass die Technik sauber funktioniert und dass wir den Bewegungsablauf speichern. Und los geht's. Hopp. Schussfinte, schieben, Übersteiger, Übersteiger vorbei und spielen. Jawohl, sehr gut. Und eine Runde noch, dann haben wir die 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ein bisschen geschummelt. Hopp, Marco geht der Dampf aus. Und schieben. Hopp, einmal. Hopp, hopp, hopp. Spielen und kurze Pause. Für euch zu Hause auch ganz kurze Pause. Einen Schluck trinken, danach probieren wir das Ganze nochmal, fünfmal und dann sehen wir uns gleich. Okay, das waren die ersten zwei Übungen. Wir kommen jetzt zur dritten und letzten Übung im Koordinationsparcours. Das heißt, wir wollen jetzt Hopserlauf und Trailsprünge gemeinsam kombinieren. Okay? Dazu nehmen wir den Ball wieder so nach oben, wie wir es schon die ganze Zeit gemacht haben, drücken leicht drauf und ziehen den Bauchnabel ein bisschen nach innen. Auch geht die ganze Bewegung immer von der Zehenspitze aus, okay? So, wir haben einen Hinweg, einen Rückweg, einen Hinweg, einen Rückweg. Auf dem Hinweg wollen wir prellen, also springen, und auf dem Rückweg einen ganz kleinen, engen Hopserlauf machen. Hinten angekommen geht es ins Prellen weiter, dann wieder der Hopserlauf zurück. Schaut dann etwa so aus, wir prellen nach vorne, 1, 2, 3, 4, und dann in den Hopserlauf rückwärts zurück hineinkommen. Am Anfang könnt ihr es so ausprobieren, dass es immer so ein bisschen verschachtelt ist. Am Ende soll es aber relativ flüssig sein und ihr solltet schneller in den Übergang kommen. Also, nochmal langsam. 1, 2, 3, 4. Dann in den Hopserlauf und zurück. Zweite Runde. 1, 2, 3, 4. Und in den Hopserlauf hinein. Fertig hier. So, das nächste Ziel sind die grünen Plättchen vorne. Wir stopfen den Ball wieder Dropkick, dribbeln auf die Hütchen zu und wollen jetzt einen seitlichen 1 gegen 1 Trick machen. Das ist jetzt hier in dem Raum vielleicht nicht unbedingt so wie im Spielfeld draußen, wenn wir Fußball spielen, aber um den Trick zu üben, reicht es allemal. Nach dem Trick gibt es einen Schuss aufs Tor und ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, Dropkick stoppen, auf das Grüne, zudribbeln, anhalten, Seroberto, ziehen, drüber steigen, umdrehen und ins Tor spielen. So, gleich nochmal das Ganze. Ich zeige nur den Dropkick und den Seroberto. Hochwerfen, Dropkick stoppen, dribbeln, draufsteigen, ziehen, drübersteigen und spielen. Alles klar? Soll ich es nochmal in schnell zeigen, Marco? Oder hast du es begriffen? Bitte noch. Einmal nochmal in schnell. Ball nach oben, Zehenspitze prellen. 1, 2, 3, 4. Hopserlauf zurück. 1, 2, 3, 4. Hopserlauf zurück. Dropkick stoppen. Und Seroberto umdrehen, spielen auf die Kiste. Jetzt seid ihr dran, gebt alles, haut rein und viel Spaß. Auf geht's, Marco. Und geht los. So, Preller, 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 Preller. Und zurück. Genau. So, wenn du den Rhythmus noch nicht so gut aneinander hängen kannst, dann mach es langsamer und Stück für Stück. Dropkick stoppen. Auf die grünen Hütchen zu, Seroberto umdrehen, spielen. Sehr gut gemacht, jawohl. Plus Hütchen abgeschlossen, extra Punkt. Und los geht's. So, prellen, 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 prellen und Hopserlauf zurück. Sehr gut, prellen, 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 prellen und Hopserlauf zurück. Sehr gut, Dropkick runter und Seroberto. Ziehen, drüber steigen, spielen. Jawohl, sehr gut gemacht, okay. Und nächster Durchgang. Du kannst dir ruhig etwas mehr Zeit lassen zwischen den Durchgängen, dass du ausgeruht bist. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir einfach so schnell es geht die Übung probieren, weil wir sonst unkonzentriert sind. Dann wird die Übung unsauber und am Ende treffen wir sogar das Tor gar nicht mehr. Ja? Mach mal den Pfosten drauf. Also lass dir ruhig Zeit. Zap, 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 zap. Und wieder. Prellen, 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 prellen. Und Hopserlauf. Zurück, sehr gut. So, Dropkick stoppen, nach vorne gehen, Seroberto und spielen. Klasse. Jawohl. Einen schafft ihr noch, dann habt ihr insgesamt 5 Durchgänge
1, 2, 3, 4 und prellen, Hopsalauf zurück. Sehr gut. Prellen, 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 Hopsalauf zurück. Dropkick shoppen und Seroberto, hopp, hopp, spielen. Weltklasse. Okay. 5 Durchgänge. Ihr könnt nochmal eine kleine Pause machen, dann nochmal 5 Durchgänge üben und dann sehen wir uns nach dem Mittagessen wieder. Dann geht es weiter mit Technik. Jetzt nochmal üben, dann zum Essen gehen, kurz auf Pause drücken, dann kommt ihr zurück, kriegt eure Mittagsbetreuung und dann geht es weiter mit Technik. Bis gleich. Okay, Jungs und Mädels, ihr wisst, jetzt ist Mittagspause, unten kurz auf Pause drücken, futtern gehen und nach dem Essen sehen wir uns wieder, indem ihr auf Play drückt und dann geht's weiter mit dem Mittagsspiel und mit dem zweiten Training. Bis gleich, guten Appetit! Kommen wir zum heutigen Spiel. Welchen Spieler suchen wir? Ihr bekommt gleich ein Blatt Papier, in dem es leere Buchstabenzeilen gibt. Unter den Buchstabenzeilen findet ihr 4 Tipps. Bei welchem Verein der Spieler spielt, welche Nationalität er hat, welche Rückennummer er trägt und welche Position er innehat. Hier ein kleines Beispiel. Cristiano Ronaldo war gesucht. Er spielt bei Juventus Turin, ist Portugiese, trägt die Nummer 7, und spielt bei Juventus Turin im Sturm. Die Buchstabenfelder sind bei den nächsten Spielern also frei. Ihr müsst erstmal erraten, um welchen Spieler es sich handelt. Viel Spaß beim Raten!
So Kids, herzlich willkommen zurück beim Training. Ich hoffe, das Mittagessen war gut. Ihr seid jetzt alle satt, habt das Essen ganz gut verdaut, habt bei der Mittagsbetreuung ordentlich Spaß und Gaudi gehabt. Jetzt wollen wir aber wieder Fußball spielen. Ja, deswegen sind wir auch hier. Wir gehen jetzt weiter mit Technik und Torschuss. Dazu nehmt ihr 4 Toilettenpapierrollen, baut ein kleines Viereck auf und baut es am besten so auf, dass ihr den größtmöglichen Platz findet. Okay, es ist jetzt natürlich nicht so schlimm, wenn ihr nicht ganz so viel Platz habt wie wir jetzt hier. Ihr könnt es auch ein bisschen kleiner aufbauen. Wir haben es jetzt relativ groß aufgebaut, damit ihr dann auch einen besseren Blick dafür habt, wie die Übung funktioniert. Okay, 4 Klopapierrollen bauen wir als Viereck auf, dann 2 Topflappen oder einen Topf oder ein T-Shirt einfach als Hindernis hinlegen und wieder ein kleines Türchen. So, wir beginnen und basteln jetzt in der Einheit alle Tricks, die wir heute geübt haben, aneinander. Wir hatten Ziehen zurück hinterm Standbein. Wir hatten Seroberto auf der Seite, doppelten Übersteiger im frontalen 1 gegen 1 und die Schussfinte. Okay, all das wollen wir jetzt nacheinander zusammenbasteln. Wir starten hier im vordersten Viertel mit Blick zum Tor. So, der rechte Fuß geht auf den Ball drauf und wir schlagen den ersten Haken mit dem Standtrick ziehen zurück. Ziehen zurück und der Ball rollt ins nächste Türchen. Das Viereck hat 4 Türchen. Wir beginnen im vordersten und landen dann im Türchen links von uns. Also nochmal draufsteigen, ziehen am Standbein vorbeilassen, mit der Innenseite ins linke Türchen reinspielen. Das machen wir dann auch nochmal von links ins hintere Türchen. Ziehen zurück und jetzt stehen wir mit dem Gesicht zur Ecke hier. Wir wollen aber in die Richtung, also brauchen wir eine Wende. Wir nehmen die Schussfinte, die wir vorhin schon geübt haben, tun so, als würden wir Vollgas in die Wand reinschießen, drehen mit dem Fußgelenk ein und rollen den Ball nach hinten. Was kommt jetzt? Klar, ihr wisst es. Schieben auf die Hütchen, doppelter Übersteiger und Torabschluss. Alles klar? Gut. Schaut, dass die Vasen zu Hause heil bleiben. Das wäre ganz große Klasse. Also, wir machen es einmal schnell durch. Ziehen zurück, hoppla, ziehen zurück, Schussfinte rechter Fuß und schieben, doppelter Übersteiger, spielen. Alles klar? Wir sehen, ich zeige es nochmal. Ausgangspunkt, vorderstes Türchen, ziehen zurück, umdrehen, ziehen zurück, Schussfinte, rechter Fuß, Fuß eindrehen, schieben, Übersteiger, Übersteiger und spielen. Alles klar? Ihr zu Hause baut es in Ruhe auf. Marco, du machst dich schon mal fertig. Wir können eigentlich starten. Warte noch kurz, bis die Kids es aufgebaut haben zu Hause. Und genau, wir können schon mal loslegen. Ihr steigt einfach mit ein. Viel Spaß und los geht's. Genau. Schussfinte rechts, schieben, doppelter Übersteiger. Perfekt gemacht und weiter geht's. Du darfst ruhig aufs Tor spielen. Ja? Auch wenn das Türchen ziemlich nah vor dir liegt. Trotzdem kann man seinen Pass immer üben. So, schieben, doppelter Übersteiger vorbei und spielen. Jawohl. Sehr schön. Und ziehen zurück. Ziehen zurück. Perfekt gemacht. Oh. Schussfinte rechts. Und 1, 2, 3 vorbei. Jawohl. Es ist nicht schlimm, wenn man mal durcheinander kommt. Klar, weil der Raum ganz klein ist, kommt man öfter durcheinander. Ist aber nicht schlimm. Klasse, Marco. Super gemacht. Angreifen und das Vorschießen. Jawohl. Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Kriegt ihr es hin? Auf geht's. Gebt nochmal Gas. Wir haben nochmal 2 Durchgänge. Hopp, hopp. Zum Einübeln. Und los geht's. Einmal, zweimal. Schön den linken Fuß angegriffen, Marco. Sehr gut. Und wir haben noch einen Durchgang. Komm, gib alles. Jawohl. Ziehen zurück rechts. Ziehen zurück rechts. Schussfinte, klasse. Und doppelter Übersteiger. Vorbei. Und Feuer. Perfekt. Alles klar. Okay, für die nächsten 5 Durchgänge bauen wir eine kleine Variante ein. Geht dazu bitte hinter in die Ecke, in das letzte Türchen. Werft euch den Ball nach vorne. Stoppt den Dropkick ins vorderste Türchen und beginnt dann mit den nächsten 5 Einheiten. Also, Dropkick stoppen, ziehen zurück, umdrehen, Schussfinte, schieben, Übersteiger, Übersteiger vorbei und spielen. Und nochmal das Ganze in langsam, nach hinten gehen, nach vorne werfen, Dropkick stoppen, schaut, dass der Ball nicht zu schnell wegflitzt, haltet dabei euer Fußgelenk ein bisschen weiter nach oben, die Zehenspitzen sollten nach oben zeigen, die Ferse eher in den Boden und wir bilden ein Dach über den Ball, so können wir besser steuern, wohin der Ball eigentlich auch rollt. Wir wollen ins vorderste Türchen, Dropkick stoppen,
ziehen zurück. Schussfinte, rechter Fuß und rein ins Schieben. Einmal, zweimal, dreimal. Und spiele. So, und nochmal mitkommen. Auf geht's, Jungs. Hopp. Nochmal Dropkick stoppen. Draufsteigen. Ziehen zurück. Hopp. Ziehen zurück. Schussfinte, rechter Fuß und schieben. Einmal, zweimal vorbei. Und wieder spielen. Wie viel haben wir noch? Habt ihr noch? Power, Jungs. Zwei haben wir noch. Dropkick stoppen. Aufhalten. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Umdrehen. Schussfinte rechts. Schieben. Übersteiger, Übersteiger vorbei. Und spielen. Und den letzten machen wir nochmal ganz langsam zum Zeigen. Hochwerfen. Dropkick stoppen. Aufhalten. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Umdrehen. Und so tun, als würde ich schießen. Nach hinten rollen, schieben, Übersteiger, Übersteiger vorbei. Und spielen. Alles klar, wir bauen kurz um. Ihr könnt noch ein bisschen üben oder etwas trinken, habt ihr euch verdient. Und wir sehen uns gleich. Okay, Übung Nummer 2. Wir legen das Ganze jetzt ein bisschen um. Das heißt, die grünen Plättchen nehmen wir mal auf die Seite als Startpunkt. Die Klopapierrollen haben wir so aufgestellt, dass aus dem Viereck ja, nur noch zwei Rollen übrig bleiben und die anderen beiden Rollen haben wir weiter weggestellt, zusammen, schön nah zusammen. Schaut mal, dass zwischen den beiden Klopapierrollen ungefähr 1,5 Meter Abstand sind. Das müsste uns eigentlich reichen. Den Startpunkt könnt ihr selber wählen, so wie ihr euch am wohlsten fühlt. Alles klar? Wir beginnen hier am Startpunkt und laufen mal hinter den Röllchen vorbei, schieben den Ball an, täuschen unseren Schuss in die Ecke an und wenden mit einer Schussfinte. So, schieben, hopp, Schussfinte, so weit, so gut. Das müsstet ihr jetzt eigentlich schon gecheckt haben und richtig gut drauf haben. So, nach dem Umdrehen wollen wir in den Trick ziehen, zurückgehen. Ja, jeder fühlt sich immer mit dem anderen Fuß so ein bisschen wohl. Einer macht ihn lieber mit dem rechten Fuß und einer mit dem linken Fuß. Ich glaube, es schadet nicht, wenn ich diesen Trick mit beiden Füßen kann, ja, auch wenn ich im Spiel dann vielleicht lieber meinen starken Fuß hernehme. Hier für das Training ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, dass wir es auch mit beiden Füßen trainieren. Also, ziehen zurück, linker Fuß am Standbein vorbei, der Ball rollt zu den Klopapierröllchen. Und jetzt müssen wir von außen nach innen reinziehen. Welchen Trick brauchen wir dazu? Richtig, einen seitlichen 1 gegen 1 Trick. Seroberto, den wir heute geübt haben, zieht den Ball mit dem rechten Fuß zurück auf links. Wir laufen den Ball hinterher und spielen aufs Tor. Alles klar? Einmal mit schnell. Start am Startpunkt. Geht in die Knie, bevor ihr losschiebt. Nehmt euch ein bisschen Abstand zum Ball. Und jetzt springt in den Ball rein. Schiebt ihn nach vorne. Schussfinte rechts. Umdrehen. Linker Fuß aufhalten. Ziehen zurück. Und jetzt nachlaufen. Seroberto, rechter Fuß, zurück auf links ziehen und spielen. Okay, gleich nochmal von vorne. Wir schieben los, hopp, Schussfinte, umdrehen, ziehen zurück und Seroberto, rechter Fuß, links spielen. Das Ganze nochmal. So, schieben, hopp, Schussfinte, ziehen zurück und Seroberto, rechts auf links und spielen. Und der war kacke. Warte, mache ich den nochmal. So, und das Ganze noch einmal. Schieben, Schussfinte, ziehen zurück, Seroberto rechts auf links durchrollen lassen und spielen. Ihr habt es verstanden, Marco hat es auch verstanden. Du kannst loslegen. So, letzte Übung für heute, Kids. Ihr dürft nochmal umbauen. Wir bauen nochmal ein Viereck aus Klopapierrollen auf. Hier haben wir unsere beiden Markierungen, die nachher das 1 gegen 1 simulieren. Wir starten auch an diesen Markierungen und kombinieren jetzt miteinander. Ziehen zurück, gehen in den Schiebekontakt nach oben rein, in dem Viereck. Machen wir eine Schussfinte, drehen mit dem Gesicht wieder in Richtung Türchen, in Richtung unserem Ziel, laufen auf die beiden zu und gehen mit doppelten Übersteiger dran vorbei. Also schieben, Schussfinte und Übersteiger vorbei, spielen. Nochmal das Ganze. Ziehen zurück, rechter Fuß, schieben, Schussfinte, schieben, doppelter Übersteiger, vorbei und spielen. Eigentlich ziemlich einfach, achtet wieder auf die Details, dass wir beim Start
den Ball wunderbar hinter das Standbein legen, 1, 2, um danach in den Schiebekontakt zu kommen, okay? Doof ist es immer, wenn wir nicht weit genug ziehen, um dann den Ball wahrscheinlich hier hinten raus zu bekommen. Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt gedacht habe. Doof ist es natürlich immer, wenn wir den Ball nicht weit genug ziehen, weil wir dann einen schlechteren Winkel zum Losdribbeln haben. Ja? Es macht immer mehr Sinn, den Ball weit am Standbein vorbeirollen zu lassen, um wieder nach vorne und ins Schieben reinzukommen. Einmal noch in schnell, dann seid ihr wieder dran, ziehen zurück, schieben, Schussfinte, schieben, doppelter Übersteiger vorbei und schieße. Alles klar, letzte Runde, alles nochmal mobilisieren, Gas geben, Marco, du bist auch nochmal bereit, gebt Gas und haut rein. Letzte Runde und los geht's. Ziehen zurück, Schiebekontakt, Schussfinte und wo ist das Schieben, Marco? Hoppala, und nochmal von vorne. So, ziehen zurück, hopp, Schiebekontakt, Schussfinte. Schieben, Übersteiger vorbei und spielen. Jawohl. Lauf ein bisschen weiter in das Viereck rein, dann kriegst du nachher mehr Platz zum Anfang. Genau. Schieben, Übersteiger vorbei und spielen. Verlager mal dein Gewicht ein bisschen mehr auf die Füße, um den Haken größer zu bekommen. So, schieben, Übersteiger. Weg geht's. Ja, nur ruhig noch mehr Gewicht auf die Füße legen. Und nächster. Ziehen, zurück. Schieben. Hopp, Schussfinte. Schieben, Übersteiger. Weg geht's. Jawohl. Gut so. Ball wieder auflegen. Luft holen und weiter ganz gehen. Ziehen zurück. Schiebekontakt. Sehr schön. Schussfinte, schieben. Einmal, zweimal und weg gemacht. Jawohl, klasse gemacht. Okay. Und dann ist noch. Wir haben noch drei Durchgänge. Eins, hopp, schieben. Schussfinte, schieben. Übersteiger, weg geht's. Spielen. Sehr gut. Jawohl. Und weitermachen. Jawohl. Zwei haben wir noch. Ziehen zurück. Schieben, hopp, und schieben, Übersteiger, vorbei, sehr gut. Letzter Durchgang, ihr auch nochmal Jungs, alles mobilisieren, Gas geben, ziehen zurück, schieben, hopp, Schussfinte, und einmal, zweimal, weg geht's, und spielen, jawohl, alles klar. Okay Mädels und Jungs, das war's für heute. Zweiter Camp-Tag ist schon fast geschafft. Ihr kriegt aber wie jeden Tag noch eine Hausaufgabe mit. Ja? Wer noch fleißig üben will, übt natürlich alle Tricks, die wir jetzt gestern und auch heute schon gemacht haben. Ihr kriegt aber auch noch eine Spezialhausaufgabe, nämlich unseren heutigen Spezialtrick. Der heißt Elastico. Wer ihn schon kennt, übt ihn. Wer ihn sehr gut kann, der kann ihn auch mit dem anderen Fuß üben. Ich zeige euch kurz, wie er geht. Und dann viel Spaß beim Üben. Ach ja, ich habe dann auch noch eine kleine Möglichkeit, wie ihr es leichter üben könnt, aber eins nach dem anderen. Ihr nehmt euren Ball und legt euch eure beiden Markierungen irgendwie hin. Ja, wichtig ist, dass sie ungefähr einen Meter Abstand haben. So, wir wollen mit dem Trick einmal dem Gegenspieler zeigen, dass wir mit der Außenseite an ihm vorbeigehen und klacken dann im letzten Moment mit der Innenseite in die andere Richtung weg. Ja? Am besten ist, ihr geht dabei ein kleines bisschen in die Knie und bleibt schön locker. Ja? So, wir schieben den Ball mit der Außenseite und kappen dann mit der Innenseite zurück. Typischer Fehler ist, dass wir unser Fußgelenk drehen. Nämlich so, hopp, hopp. So, jetzt klappt es vielleicht, aber dann, wenn es wirklich nötig ist, wenn wir Druck bekommen, ja, und der Ball nicht sauber am Fuß liegt, dann haut er uns ab und uns passiert Folgendes. Klapp, nicht richtig getroffen, der Ball liegt beim Gegenspieler, nur weil ich zu schnell mit dem Fußgelenk war. So. Aus den Knien heraus, schieben, mit dem Bein mitgehen und mit der Innenseite zurück in Richtung Türchen klappen. Nochmal, schieben, wegklappen. Alles klar? Sehr gut.
Ihr habt fleißig geübt schon mal, aber es klappt noch nicht so richtig wahrscheinlich. Alles klar, der Trick ist auch nicht besonders einfach. Ich zeige euch eine super easy Übung, mit der ihr den Trick richtig gut einüben könnt. Ihr nehmt dazu 4 Klorollen und baut so einen Slalom-Parcours auf. Der muss nicht breiter als ungefähr 40-50 cm sein, okay? Also jede Lücke. Ihr legt dazu als Rechtsfüßer den Ball ganz links an die Reihe, geht mit eurer Fußsohle auf den Ball, zieht den Ball zurück und jetzt Achtung, den Elastico mit Außenseite rüber und Innenseite ins Türchen rein. Ziehen, außen, innen, rein. Ziehen, außen, innen, rein. Ziehen, außen, innen, rein. Und das Ganze wieder von vorne. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr morgen früh diesen Trick perfekt beherrscht. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund.